Ein recht herzliches Hallo. Und zwar viele haben sich jetzt gemeldet, dass ich endlich ein Kiefernvideo machen soll von Stecklingen für Kiefer. Ja, wir haben hier einiges an Material bekommen. Das, was beim letzten Schnee oder Sturm runtergerissen wurde, ist noch recht frisch. Das heißt, es sollte nicht zu alt sein, nicht zu trocken. Es ist so, dass jetzt diese Stecklinge mit dem harten Holz natürlich nicht so leicht zu vermehren sind, als wie wenn man im Frühjahr jetzt die grüntriebigen nimmt. Denn auch bei Fichte nimmt man die grünen Teile, weil das, also die sogenannten Maiwipfeln, dass man auch dort leichter wurzeln kann. Nichtsdestotrotz, es funktioniert trotzdem. Wenn man jetzt natürlich von der ganzen Menge wären vielleicht schätzungsweise die Hälfte wird überleben, die andere Hälfte eben nicht. Denn nicht alles ist perfekt geeignet. Wie man hier sehen kann, da ist ein Zapfenansatz oder eine Blüte. Zuerst nur, das ist eher schlecht zu verwenden, weil die saugt viel zu viel Energie. Hier kann man sehen, ist direkt ein Zapfen oben, also das ist schon von hoch oben runter gekommen. Und ja, natürlich diesen Zapfen zu versorgen, das braucht sehr, sehr, sehr viel Energie und deswegen benutzen wir das eher nicht. Gut, für die Länge von den Stecklingen ist es bei der Kiefer jetzt nicht so extrem. Und ja, es ist so, wir kriegen da jetzt recht viele Stecklinge raus. Und schauen Sie, da, ja, die ist schon ein wenig gelb, die ist schon ein bisschen länger unten gelegen. Ja. Und das sind halt verschiedene Äste, Seitenäste oder gleich von der Krone runter. Also längere, kürzere. Ja, bei den längeren machen wir sie auch länger. Und wie das funktioniert und ob es funktioniert, das seht ihr später. Ich habe nämlich voriges Jahr 50 ausgesät und es sind komischerweise 30 davon gewachsen. Drei Exemplare habe ich mitgenommen. Sie stehen natürlich schon im Wald, also ich habe sie dort wieder rausgeholt und für Anschauungszwecke einfach mitgebracht, ja. Ja, was machen wir? Hier haben wir ein schönes Exemplar. Ja, das schneiden wir einfach da ab. Ein scharfes Messer reicht. So. Dann kommen natürlich die Nadeln wieder weg. Und man kann hier schon sehen, durch das Nadelwegreißen haben wir eine Wunde gemacht. Hier. Und hier werden dann die Wurzeln rauswachsen. Deswegen reiße ich immer ein Stück auf und man kann sehen, sie sind super saftig. Ja, das sieht man bei der Schnittstelle. Also etwas verletzt. Gut. Alles, was in die Erde kommt, kommen die Nadeln natürlich weg. Ja. So. So schaut jetzt unser Steckling aus. Gut, er ist nicht der größte, das macht aber nichts, denn ich zeige euch jetzt die Stecklinge aus dem Wald. Hier sind Stecklinge. Zwei davon sind jetzt 3 Jahre alt und der hintere ist jetzt ein gutes Jahr alt, ja. Sind alle aus solchen. Der kleine ist aus solchen gemacht worden und der andere einfach aus längeren, ja. Und man kann sehen, sie sind ganz schön toll gewachsen. Hier war wahrscheinlich Wildverbiss. Oder nein, das habe ich, glaube ich, abgeschnitten. Wahrscheinlich waren da Zapfen dran und die habe ich dann abgeschnitten.
Und sie haben hier Seitennester gebildet und sie wachsen auch recht gut. Ja. Ja, dann nehmen wir sie mal raus. Und man kann sehen, sie haben schon super toll gewurzelt. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Hat sich eine Wolke vorgeschoben. Ah. Das Wetter ist jetzt sehr wechselhaft. Und man kann sehen, sie hat gut gewurzelt. Und hier war die Verletzungsstelle. Das kann man auch deutlich sehen. Und er hat wirklich Wurzeln hier super toll gebildet. Das ist die Pfahlwurzel und die Nebenwurzeln. Ja, tolles Ergebnis. Die Höhe ist jetzt 20 cm oder gar schon 30. Gut, er ist so tief in der Erde. Da ist es wahrscheinlich, ja, 20, 30, egal. Wenn man denkt, die sind jetzt 2 Jahre alt, ja. Und wenn man denkt von Saat, also falls ein Saatkorn von einer Kiefer auf die Erde fällt, muss es erst einmal perfekte Bedingungen finden, beziehungsweise es sollten einmal Samen sein, die geeignet sind und dann auch noch auf die geeignete Stelle. Dann startet es im ersten Jahr mit nicht einmal 1 Zentimeter Größe. Also sind die Stecklinge schon sehr, sehr weit vorne. Ich möchte fast behaupten, dass es 5, 6 oder gar 7 Jahre sind, die was sie vorne sind und natürlich dadurch schneller wachsen werden und größer werden. Ja. Ja, das hier ist ein kleiner von voriges Jahr. Noch nicht so doll bewurzelt. Ja, und hat auch noch keine Seitentriebe gemacht, aber er lebt. Und das ist ja das Tolle, ja, dass er einfach überlebt. Einfach aus Stecklingen vom Vorjahr. Tja. Ein Kiefer wächst doch recht schnell, wenn sie einen guten Standort hat, das heißt Wasserversorgung und Nährstoffe. So, den dritten, was wir gebraucht haben, der hat einen super tollen. Da kann man sehen, oh, der hat schon eine enorme Verwurzelung, also ja, das sieht man. Ist ungefähr gleich groß wie der andere, wurde auch hier von mir abgeschnitten. Und er hat Seitentriebe gebildet. Und hier kann man sehen, dieser Seitentrieb wird dann zum Wipfel. Der krümmt sich schon nach oben. Und damit wächst er dann extrem nach oben. Und ja, das Ganze funktioniert toll. Gut, wie ich die Stecklinge vorbereite. Ich habe hier ein bisschen Moos aus unseren Wäldern und ganz normale Erde. Das Moos hat den Vorteil, das speichert Feuchtigkeit extrem. Ja. Und das ist das Tolle, was wir machen können. Wir setzen den Setzling einfach mitten durchs Moos runter in die Erde. So. Wenn das Ganze dann drinnen steckt, verschließen wir das mit Frischhaltefolie. Zack, 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 ein paar Löcher müssen wir schon reinmachen und stellen es an einen warmen Ort und nicht in die Sonne. Sonst trocknet das aus. Die Folie hat auch den Sinn, damit der Steckling jetzt nicht austrocknet, die Nadeln vertrocknen. Und ja, von unten wird er natürlich gut versorgt. Es ist klar mit Wasser und ja, ich mache jetzt natürlich noch mehr Stecklinge. Aber nur exemplarisch zeige ich jetzt einen. Ich hoffe, dass ich euch damit etwas gezeigt habe und macht es einfach nach. Es ist einfach toll. Bäume sind toll und eine Kiefer ist toll und ja, was soll ich mehr dazu sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage damit danke fürs Zusehen und ich würde mich über ein Abo, Daumen hoch, aber kommentiert es auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich gebe gerne Antwort. Und damit sage ich Tschüss und Bye bye.